Freunde, ein neuer Tag als Vampir bricht an! Aufstehen, kleiner Vampir! Aufstehen! Oder ich beiß dich! Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft hier als Vampire. Flo und ich haben gestern hier noch einen Film geguckt über Vampire. Das ist doof. Was? Nein, was guckst du da? Gucken wir den Film? Na gut, von mir aus, wie du möchtest. Genau, wir sind heute Baby-Vampire. Was liegt hier auf dem Boden? Das ist unser Popcorn, glaube ich. Du hast schon wieder mit dem Popcorn. Unsere Mama wird so sauer sein, Flo. Mein Gott, da vorne ist sie auch schon. Das gibt jetzt bestimmt Ärger, okay? So, da gehen wir mal. Hallo, meine süßen Blutsauger. Habt ihr Hunger? Ja, ich habe schon von Flo was getrunken heute Morgen. Ich hab Durst. Stimmt, ich hab Durst. Hier sind eure Fläschchen. Ihr müsst sie euch gut einteilen. Oh ja, eine Blutflasche. Yes. Dankeschön. Endlich haben wir etwas zu trinken. Cool, dankeschön. Heute ist euer erster Tag im Kindergarten. Seid ihr bereit? Flo, wir kommen in den Vampir-Kindergarten. Nee, in den normalen Kindergarten, oder? Wir kommen in den normalen Kindergarten. Aber wir sind Vampire im Kindergarten. Naja, dann sind wir halt Vampire, aber das merkt hoffentlich keiner. Okay, seid schön brav und beißt die anderen Kinder nicht. Dafür habt ihr eure Blutfläschchen dabei, oder? Okay, ja, okay. Das würden wir doch nie tun. Nein, das machen wir nicht. Wir sind nett. Dann mal los und viel Spaß euch. Dankeschön. Mamas beste Sorte? Oh, warte, darf was? Ich einmal kurz kosten, bitte? Nein. Oh, sie will nicht. Flo, wir müssen dich irgendwann klauen. Warte. Gold. Das WebGaddy! Hi, WebGaddy, was geht ab? Hallo. Das ist einfach unser... Ah, nein, wir brauchen die Ringe. Oh, Flo, du musst deinen Tageslichtring nehmen. Hier ist er. Zack, ansonsten kannst du nämlich vom Licht sterben. Wir müssen die Ringe anziehen. So. Und jetzt können wir rausgehen. Ich glaube, es zieht sich so ein bisschen zu, aber es funktioniert. Ja, wie nice ist das denn? Cool, alles klar, dann wollen wir losgehen. Wir wohnen hier nämlich in so einem kleinen Haus im Wald. Und der Kindergarten, den hat sie uns gezeigt, der ist nämlich in diese Richtung da vorne. Bist du bereit, Flo? Freust du dich? Ja, auf mein erster Tag im Baby-Kindergarten. Im Vampir-Baby-Kindergarten. Yes, hier ist ein Sonnenblumenfeld, das ist voll schön. Da sind wir schon! Schnell wieder in Schatten, ey. Ich kann das nicht aushalten, so lange in der Sonne, trotz des Tageslichtrings. Irgendwie ist es trotzdem nicht so schön. Ja, das brennt richtig in den Augen. Ja, das brennt richtig in meinen Haaren. Hallo, willkommen in der Kita Sonnenschein. Ihr müsst Isi und Flo sein. Ja, das sind wir. Hi, schön euch kennenzulernen. Ja, ich bin Isi und Flo, hi. Wer bin denn ich? Ich bin gar nicht. Kommt rein, die anderen Kinder freuen sich schon, euch kennenzulernen. Das ist unsere Kindergärtnerin, glaube ich. Die, okay. Okay, hier, der spielt mit irgendwie Kuscheltchen, glaube ich. Okay, ich führe euch erstmal rum, folgt mir. Ja, dann gehen Sie mal vor. Wir kommen hinterher. Das sieht lecker aus. Wie schön das draußen aussieht. Wir können nachher rausgehen spielen. Ja, ja, hier ist ja mal überhaupt Blut. Wir brauchen Blut. Hier ist die Küche. Meinst du, die haben Blut auf Lager in der Küche? Bestimmt, oder? Frag doch mal. Das ist unsere Küche. Hier wird gekocht. Ich hoffe, ihr habt richtig Hunger. Ja, allerdings, wir haben richtig Hunger. Blutsuppe, guck mal! Die kocht unsere Mama auch immer. Oh, ist ja lecker. Ich hab's Tomatensoße. Nee, das stimmt. Das riecht voll eklig nach Tomaten. Oh, das ist echt eine schöne Küche. Warte, sie guckt gerade weg. Ich hab so einen Hunger. Komm schon. Ich hab Durst. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur mal kurz gekostet. Nur ganz kurz. Nanu, was war denn das? Das hat ganz schön gezwickt. Oh, Flo? Ich weiß nicht, was mit dir passiert. Hier gibt's Moskitos, Mücken. Die verursachen so eine Krankheit. Oh nein. Ich habe sie jetzt zum Vampir gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe sie jedenfalls gebissen. Okay, wo sind wir hier? Hier ist euer Schlafzimmer. Sucht euch ein Bett für später aus. Machen wir. Sie sollten sich vielleicht mal die Augen waschen. Vielleicht geht es ihnen danach besser. Ihr könnt jetzt erstmal nach oben gehen zum Spielen. Viel Spaß. Okay, danke. Yeah. Wir suchen uns noch kurz ein Bett aus. Ich nehme das Rosane. Unerwartet, oder? Was mit dem Typen hier? Was mit dem seinen Augen? Wieso, was soll damit sein? Er hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Nee, guck mal, die sind und so eine dicke Nase. Was denn? Hä? Ist noch nie jemand gesehen mit zwei unterschiedlichen Augenfarben? Ja, die stehen halt ein bisschen raus, das stimmt. Dann schlafe ich halt hier noch blau. Was ist hier hinter? Oh, da ist jemand. Hä? Was? Oh. Hallo? Alles gut bei dir? Darf ich bitte raus? Der Schrank ist echt mufflig. Das musst du die Kindergärtnerin fragen, glaube ich. Das können wir nicht entscheiden. Oh mein Gott. Ey, so schön dunkel da drin, Isi. Da würde ich gern bleiben. Ja, dann geh halt da rein. Stimmt, eigentlich müssten wir den aussaugen. Zu viel Tageslicht und das hier. Ist unser Schrank denn. Ja, es kommt voll viel rein. Alright, dann kommen wir mit. Wir gehen mal nach oben spielen. Oh mein Gott. Ja. Pass auf. Oh, pass auf. Pass auf.
Lieber hinter dem vorbeigehen, oder? Alter Falter. Der wirft die ganzen Pfeile. Das ist eine Katze. Die ist süß. Find die eigentlich. Ist komisch. Süß. Ist gruselig. Oh, ich hab so einen Hunger, Flo. Nein, wieso? Ich kann nicht richtig von dir trinken, weil du kein Mensch bist. Ach Mann. Das ist doch nicht fair. Tja. Der guckt Fernsehen. Oh, guck mal. Oh, was guckt der da? Hi, was guckst du da? Die Alien-Mäuse werden kommen. Zieht eure Aluhüte an. Sie können euren Käse riechen. Oh, okay. Was? Was für Alien-Mäuse? Ich bin doch gar keine Maus heute. Oh, hier hat jemand was gemalt. Schau mal. Hier vorne geht's ins Badezimmer, glaube ich. Ach ja. Die Klos hier, glaube ich. Ja, hier sind die Klos. Genau, Flo. Ich lasse mal alleine die nächste halbe Stunde. Warte mal, da ist jemand. Guck mal. Hi. Oh, Flo. Loser, ihr könnt bestimmt nicht mal bis 10 zählen. Dumme Babys. Warte, was? Hä? Selber dummes Baby. Selber dummes Baby, ja. Das stimmt halt. Pff, mit Windelpupsern wie euch geb ich mich nicht ab. Oder wird mir langsam unsympathisch. Aber das ist mein Spielzimmer. Raus mit euch. Alter, nö, ich geh nicht. Au! Easy Beißchen, los. Ich beiß ihn auch. Attacke. Attacke! Ich verwandle ihn. Auch in den Vampir. Mami, ah, Hilfe! Ja. Lauf doch ist weg, jetzt der Stärkere. Lauf doch weg. So, ich muss jetzt erstmal einen Schluck aus meinem kleinen Blutfläschchen nehmen. So, das war lecker. Jetzt passt es wieder. Wirklich schöner Teppich. Warte, da ist die Kindergärtnerin. Hat ihr das gemerkt? Oh, nein. Okay, mach einen auf unschuldig. Hey, was muss ich da hören? Ihr habt den kleinen Timmy gebissen? Nee, die hat sich selber gebissen. Nee, wir waren auf der Toilette die ganze Zeit. Schämt euch! Für so ein Verhalten ist in meinem Kindergarten kein Platz. Ich rufe jetzt eure Mutter an. Was? Flo, nein, das darf sie nicht. Nein. Du wirst sie aufhalten. Nein. Ich hab doch nur mal kurz zugebissen. Okay, das ist jetzt immer kann jetzt nicht die Mutter anrufen. Tatort, ganz genau. Jetzt schnell weg hier. Weißt du, wo der Ausgang ist? Oh mein Gott, was machen die denn da? Nimm dir schnell das Dreirad. Steig auf. Nein, wir haben jemanden umgebracht. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Warte, wir müssen uns verstecken. Ich verstecke mich im Busch oder sowas. Oh, die sieht aber lecker aus. Guck mal da hinten. Siehst du die? Easy. Oh Mann. Easy, du bist ein Blutrausch. Ach, meine schönen Blumen. Wenn ich nur den ganzen Tag bei euch sein könnte. Flo, die sieht so köstlich aus. Oh, die hat bestimmt ganz leckeres Blut. Oh, diese Orchideen. Göttlich. Oh, Mann. Warte, komm, wir kriegen sie. Ich will nur einmal kurz kosten. Frag doch ganz lieb. Ach, Mensch. Und der Knoblauch erst. Ein Traum. Was, Knoblauch? Pass auf. Moment. Wovon spricht sie? Hey, wollt ihr denn keinen Knoblauch? Heute ist Knoblauch-Gratistag. Mach das weg. Lauf. Schnell. Nein, ich will kein Knoblauch, Lady. Lass sie jetzt in Ruhe. Flo, komm schnell. Oh mein Gott, lass sie rein. Wir müssen irgendwo was weg. Ist hier? Weiß ich nicht. Hier, da Dr. Weimacher, integrierte Blutbank. Oh, da gibt's ein Blut. Integrierte Blutbank? Ja. Oh, das klingt ja lecker. Für so Blutspenden und so. Schönen guten Tag, Sir. Wir sind hier, weil wir wollen mal kurz zum Doktor. Ist das okay für Sie? Der Doktor ist mitten in einer OP. Da würde ich jetzt lieber nicht reingehen. Das macht nichts. Wir gehen. Wir gehen da rein. Da ist viel Blut. Da ist bestimmt viel Blut, aber ich kann kein Blut sehen. Doktor und Blutbank. Hier muss es sein. Okay, suchen wir das. Warte mal. Flo! Ist das viel Blut? Hey, gut, dass ihr da seid. Könnt ihr mir mal das Skalpell geben? Oh mein Gott. Wie eklig ist das denn? Ich kann kein Blut sehen, Flo, komm bitte. Du trinkst doch. Du kannst doch trinken. Ich kann's trinken, aber ich kann's nun mal nicht sehen. Siehst du, das ist doch eigentlich eine ziemlich gute Idee. Hier gibt es eine Menge Leute, die wir aussagen können, okay? Sei mir jetzt nicht böse wegen der Blutbank. Zirkus. Hier, genau. Wir sind hier im Zirkus, Leute. Und lass mal gucken, vielleicht können wir ja doch irgendwas Cooles machen hier. Die glauben bestimmt, wir sind Teil der Attraktion. Teste deine Stärke. Oh Gott, kann ich das nicht mehr. Stimmt, das denke ich wahrscheinlich echt, weil wir sind ja Vampire. Okay, warte mal, was kann man hier machen? Hier kannst du treffe das Ziel und gewinne einen Teddy. Hä, die Ziele sind doch voll nah. 20, 40, 60. Warte, wie viel sind das jetzt? Ey, hör auf, meine Pfeile einzusammeln, Flo. Oh Mann, das ist viel zu einfach.
So, zack, die kommen wir da wieder. Der Teddy gehört jetzt mir. Ich hab gewonnen. Ich hab beschlossen, ich hab gewonnen. Yeah! Da vorne Ball irgendwas? Ringwerfen ist hier. Ballwerfen. Oh, hier laufen voll viele Leute rum, die wir aussaugen könnten, Flo. Wen wollen wir denn zuerst aussaugen? Ich hab noch Blut aus der Blutflasche, aber es ist nicht so lecker. Nicht das Schweinchen! Warum nicht? Flo, hör auf das Schweinchen an. Irgendwo, guck mal, wir sind Babys. Das heißt, wir könnten sogar auf dem Schwein reiten. Theoretisch. Von der Größe, oder? Kann unser Pferd sein. Bist du schon mal auf dem Schwein geritten? Hier sind Pferdchen, wo du reiten kannst. Oh, das ist aber keine echte echten Pferde. Warte, guck mal hinter uns. Was denn? Hä? Oh Mann, so hässliche Babys habe ich ja noch nie gesehen. Hä, was soll das heißen? Ja, das sagst du gerade selber. Ja, ist halt so. Ich kann gar nicht hinsehen. Bitte erlöst mich von meinem Leid. Naja, kein Problem. Kein ja, Problem. Ja, stimmt. Danke. lecker. Irgendwie hat er kaum Blut gehabt. Mein Blut ist fast leer. Ja, der war wahrscheinlich zu arm. Nein, mein Blut ist leer. Schieß den Clown ins Wasser. Nein. Warte mal. Hä? Lol. Nice! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Warte. Hier ist noch ein Clown. Nein. Hier ist noch ein Clown. Nein, wir machen den ganzen Park kaputt, Flo. Okay. Junge, alles klar. Ja gut, dann lass uns jetzt jemanden finden, den wir aussaugen können. Was? Blut. Ja, wen nehmen wir? Der da stärkste Mann der Welt, der hat bestimmt... Leute, der hebt gerade ein... Hörst du das? Flugzeug. Der hat gerade ein Flugzeug. Der hat bestimmt eine Menge Blut, oder? Hier sind Eisbären. Da vorne ist so ein da kommen wir noch mit nicht einem rein. Netz. Guck mal. Den vielleicht. Wow. Was für schöne Exemplare. Ihr macht euch sicher gut im Zirkus. Nein! Oh. Flo, ich bin am Verdursten. Ich habe nichts mehr zu trinken. Und ich brauche so dringend Blut. Kann bitte mal einer hier langkommen, den ich beißen kann? Oh. Nicht füttern. Ja. Da ist jemand. Oh, komm bitte näher. Komm bitte näher. Hallo, kleines Mädchen. Nur ein bisschen noch. Wow, was für süße Vampire. Ich hätte gern einen als Haustier. Flo, ich will auch mal beißen. Nein, komm wieder ran. Komm wieder ran, bitte. Hier, nimm mich mit als Haustier. Mögt ihr Knoblauchbrote? Ah, nein! Ike, Leute, ich will kein Vampir mehr sein. Ich würde sagen, das war's dann hier mit unserem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nur, da muss ich halt dich aussaugen. Tut mir leid. Bis jetzt dran. Bis dann, ich allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta luego!